Hallo meine Lieben, schön, dass ihr heute dabei seid, denn heute machen wir meinen absoluten Lieblingsgrünen Tee-Toner fürs Gesicht. Also ich bin, wie gesagt, für alle, die mich kennen, ein totaler Fan von Toners. Ich mag das überhaupt nicht, wenn Cremes vor allem fürs Gesicht extrem lange auf deinem Gesicht rumhocken und überhaupt nicht einziehen. Und dann irgendwie, ich weiß nicht, wenn sie sich aufs Kopfkissen legen, schon schlafen oder so und dann ist alles fettig und ich weiß auch nicht. Und vor allem so im Sommer, wenn ich wirklich so das Gefühl habe, die Haut trocknet aus, da finde ich, ist so ein Toner total erfrischend, egal nach der Dusche oder nach dem Schwimmen. Also zeige ich euch jetzt gleich, wie ich meinen Toner mache. Es ist ganz easy peasy, wie immer, wenn es ich machen kann, kann es jeder machen. Es ist keine besondere Zauberkunst dahinter, also bleibt dran. Für dieses Rezept braucht ihr nur 4 Zutaten. Einmal ein Dreiviertelglas voll grünen Tee. Den habe ich einfach in der Früh gemacht, dann ziehen lassen. Dazu immer noch etwas Mandelöl, Glycerin, nicht zu viel davon reintun und Vitamin E, um das Ganze zu konservieren, damit es länger haltbar ist. Dann alles, was ihr macht, schüttet ihr das alles in den grünen Tee, vermischt es alles gut und dann ab in die Sprühflasche damit. Dann nochmal gut durchschütteln. Und fertig ist euer Toner. Leichter könnte es nicht sein. So meine Lieben, ich hoffe, dieser Toner hat euch total gut gefallen und dieses Rezept werdet ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich benutze meinen selbstgemachten grünen Teetoner, wie gesagt, oft nach dem Sport oder wenn ich halt immer geduscht habe und mein Gesicht natürlich gereinigt habe. Einfach mal als Erfrischung, vor allem jetzt in der Sommerhitze, habe ich es jetzt ziemlich oft draufgetragen und ich fand es einfach, es entspannt total die Haut. Ich finde, es gibt Feuchtigkeit und wie gesagt, grüner Tee hat sehr viele Antioxidantien und es ist wirklich total simpel. Probiert es mal aus und lasst mir doch bitte in den Kommentaren da, ob es euch gefallen hat, ob bei euch das Rezept geklappt hat und übrigens zu welchem Hauttyp es passt eigentlich wirklich, also so Toners, die passen zu jedem Hauttyp, also die sind total neutral, die Zutaten, die ich euch da empfohlen habe. Also ihr solltet eigentlich auch bei fettiger Haut und trockener Haut funktionieren. Ich habe Mischhaut, das heißt, ich habe hier ein bisschen fettiger und da an den Seiten trocken, aber bei mir taugt es total, bei meiner Freundin, die fettige Haut hat auch und das müsste und trocken, wie gesagt, tut auf jeden Fall sehr viel Feuchtigkeit der Haut hinzufügen, also schaden kann es auf jeden Fall nicht. Lasst mir doch einen Kommentar da, falls ihr es auch schon mal ausprobiert habt oder ein ähnliches Toner-Rezept habt, was super cool ist und total leicht zu machen geht und ansonsten würde ich mich natürlich über einen Like freuen und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!